Gravitrax, ein Start, ein Ziel und dazwischen jede Menge Action. Doch es gibt auch einige Probleme. Man kommt mit der Kugel manchmal einfach nicht mehr nach oben, weil man keine Erweiterung mehr hat. Gerade auch mit Gravitrax Pro ist das ein Problem, weil man da ja eher höher baut. Doch man kann sich die Erweiterung ja einfach kaufen. Doch die sind ganz schön teuer. Und wenn man sich endlich entschlossen hat, sich eine zu kaufen, dann bemerkt man, wenn man sie ausgepackt hat, dass man immer noch nicht genügend Höhe erreicht hat und nicht genügend Schwung hat. Man ist verzweifelt. Doch dafür gibt es jetzt einige Tricks, mit denen ihr ganz einfach ohne Erweiterung oder zumindest mit sehr wenigen sehr hoch kommen könnt. Wow! Let's go! Mit Schienen nach oben. Dieser Trick ist eigentlich schon recht bekannt. Die Schiene wird senkrecht unter den Fänger hier geklemmt, wie man das hier so ganz schön sehen kann. Und dann wird diese Kugel hier so reingemacht. Dieser Fänger muss dann etwas überstehen, wie man hier sieht. Wenn die Kugel nun kommt, fällt die Schiene um und dadurch geht dieser Fänger nach unten und löst die Kugel aus. Schwung braucht ihr auch nicht viel, einen Höhenstein. Mit einer Schiene könnt ihr 5 Höhensteine, mit einer Zweierschiene schon 12 und mit einer Dreierschiene ganze 18 Höhensteine nach oben kommen. Doch es kann natürlich auch passieren, dass mal die Schiene auf einen anderen Streckenabschnitt fällt, das ist schrecklich. Und damit das nicht passiert, kann man einfach einen Höhenstein hinter die Schiene stellen, solange da keine Bahn ist. Dann fällt die Schiene nämlich nicht mal um. Den Trick könnt ihr natürlich auch bei einer transparenten Ebene oder bei diesem Nachbarbalkon anwenden. Es ist auch völlig egal, ob es eine Kurve oder eine Gerade ist, Hauptsache es hat hier diese Einkerbung, wo die Schiene eben rein kann. Und hier ist nochmal eine Rundumansicht. Mit Schiene und Kaskade nach oben. Dieser Trick sieht etwas schwer aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Er bringt euch ganze 23,5 Höhensteine nach oben und ihr müsst einfach diese Schiene hier in das Auslösteil von der Kaskade hier so reinklemmen, damit sie nicht auslöst. Dann könnt ihr nämlich auch einfach eine Kugel dort reinlegen. Und jetzt kann die Kugel einfach diese Schiene hier wegschießen und die Kaskade löst dann auch aus. Ihr könnt das natürlich auch mit einer 2er und einer 1er Schiene machen. Das gilt auch für die kommenden Tricks. Mehrere Kugeln mit einer Schiene starten. Das ist ganz einfach, wie man hier auch sehen kann. Die Schiene wird so unter die andere drunter geklemmt, nur dass ein bisschen drüber geht. Dann legt ihr ein paar Kugeln einfach da rein, es ist egal wie viele. Und die Schiene wird dann einfach weggeschossen wieder von der unteren Kugel. Ihr braucht aber 3 Höhensteine Schwung. Das Ganze geht natürlich auch mit einer Kugel. Mehrere Kugeln mit transparenter Ebene und einer Schiene starten. Wie man hier sehen kann, schießt die Gausskanone sozusagen die Schiene weg, wo die transparente Ebene festhält. So wird die hier befestigt und die Kugeln müssen hier so drin liegen. Wichtig ist, dass die hinteren Höhensteine höher sind als die vorderen, damit die Kugeln natürlich auch runterrollen können. Mit der Seilbahn nach oben. Klingt eigentlich logisch, denn eine echte Seilbahn fährt ja auch nach oben. Allerdings ist es bei der Gravitrax-Seilbahn anders, sie kann nur nach unten gehen. Doch es gibt auch eine Möglichkeit, mit der Seilbahn nach oben zu kommen, wie ihr hier sehen könnt. Die Kugel tut sozusagen dieses Teil so arg anstupsen, dass oben die Kugel einfach losgeht. Wenn das manchmal nicht funktioniert, könnt ihr auch einfach so ein schräges Teil darunter legen. Man kann das Ganze natürlich auch höher machen, das klappt problemlos. Eine zweite Variante des Tricks sieht so aus. Ihr müsst das Teil einfach nur so hier hinlegen. Die Kugel ist hier so drin und wird sozusagen weggestoßen. Der Turmanstoßer. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Funktioniert aber nur, wenn dieses Teil unten so ein bisschen schräg gemacht wird. Dann die Kugel hier ganz, ganz an dem Rand, dass es schon fast runtergeht. Und wenn ihr mit der Gausskanone dagegen schießt, löst sich das nun hier. Am besten macht ihr das mit diesem Turmhöhenstein und das klappt auch in jeder Höhe. Die verlängerte Gausskanone. Es funktioniert eigentlich wie bei einer normalen, nur dass die Schiene etwas schräger ist und eben mehr Kugeln da dran sind. Und wenn nun die Kugel kommt, wird eben die oberste losgeschossen. Mit einer Schiene und Höhenstein nach oben. Das funktioniert eigentlich auch zuverlässig. Ihr müsst einfach nur mit dieser leichten Kante da von der Schiene, die müsst ihr zwischen den ersten und zweiten Höhenstein tun, so. Oben die Kugel drauf. Und wenn nun die Kugel die Schiene wegstößt, geht oben die Kugel los. Hier sieht man das nochmal genau. Und für hier oben könnt ihr entweder einen Doppelbalkon oder eine transparente Ebene nehmen. Die Schienen-Gausskanone.
Funktioniert eigentlich wirklich wie eine Gausskanone. Hier kommt die Schiene hin, auf die eine Seite die Kugel. Und wenn nun die andere Kugel kommt, stößt sie hier die Kugel weg. Also wie bei einer Gausskanone. Mit Jumper und Transfer nach oben. Hier kommt der Jumper auf zwei schräge Höhensteine und dadurch, dass er dann schräg ist, tut er sozusagen den Transfer mit der Kugel auslösen und die Kugel geht weiter. Doch wann nehme ich jetzt eigentlich diese Möglichkeiten, weit ohne viele Erweiterungen nach oben zu kommen? Nun ja, hier könnte man vielleicht ein paar Kaskaden hinbauen. An der Stelle wäre vielleicht der Schienentrick ganz gut. Aber seid ihr einfach kreativ und baut die Tricks passend in eure Bahnen ein. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen.